sollte es das Licht nicht fürchten? Vielleicht steht die Sonne auf keiner Seite. Aber das Licht ist der Feind des Bösen, im übertragenen und wörtlichen Sinne. Als wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten, verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft. Er schäumte vor Wut und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter. Unter großem Kummer durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert. Es haben sich Mächte gegen uns vereint, die stärker sind, als wir uns je vorstellen konnten. Hinter diesen Prüfungen steckt ein höheres Ziel. Doch ich kann es noch nicht erkennen. Hier werden wir es nicht finden. Weiter.